bin ich voll. Hast wohl deinen eigenen Fressrekord gekillt. Knapp. Dass du überhaupt noch kriechen kannst. Ach, ein Harter wie ich hält's aus. Apropos kriechen, wie wär's denn mit dem Dauerlauf, hä? Mit deiner Wampe? Ach, gerade deshalb. Sickert doch alles viel besser durch. Mann, dieses blöde Geklingel. Also ich bin dabei. Läufst du mit? Ja. Prima. Ich auch. Klasse. Sag mal, ist eigentlich Egon schon wieder aufgetaucht? Nö, seit heute Nachmittag nicht mehr. Komisch, dass er auch das Abendessen versäumt hat. Ja. Also, diese Klingelei. Irgendeiner muss doch jetzt da. Ich gehe schon. Hallo, hier Schule auf Burg Schreckenstein. Schön, dass hier die berühmte Schule auf Burg Schreckenstein ist. Mit den noch berühmteren Rittern von Burg Schreckenstein. Was soll das? Wer spricht denn da? Wenn ihr euren knappen Egon sucht, den haben wir. Wer wir? Wir haben ihn. Das muss euch genügen. Er war uns ein bisschen zu frech. Und wo ist er? Es geht ihm gut. Wo habt ihr ihn versteckt? Ihr könnt ihn wiederhaben. Und wann? Das hängt davon ab, ob ihr unsere Bedingungen erfüllt. Welche Bedingungen? 3 Kästen Bier und 3 starke Zigaretten. Sonst noch was? Ja, damit keine Unklarheiten entstehen. Das ist ein Streich. Nicht, dass ihr auf die Idee kommt, zur Polizei zu rennen. Morgen Abend melden wir uns wieder. Wer hinter dem Anruf steckt, ist sofort klar. Jerry, Udo und Andreas von der Ebert-Schule. Denen haben wir es kürzlich richtig gegeben. Und der kleine Egon hat dem langen Jerry neulich auch noch ins Gesicht gesagt: Mit Leuten, die bei uns rausgeflogen sind, rede ich nicht mehr. Das war wohl eins zu viel. Und jetzt haben sie ihn also. Der Rex erklärt sich bereit, mit entsprechenden Gegenmaßnahmen bis morgen Vormittag, 10 Uhr, zu warten. Wie immer, wenn's kritisch ist, ziehen wir uns zur Beratung zurück. Treffpunkt Folterkammer. Also, mal ins Unreine gedacht. Erstens ist das kein Streich, sondern eine ganz miese Erpressung. Und zweitens, wo halten Sie Egon in Neustadt versteckt? Privat natürlich. Warum natürlich? Na, schließlich müssen Sie ihn ja ernähren. Und ein Klo muss auch in der Nähe sein. Stimmt. Aber? Die Eltern dürfen von allem nichts merken. Also muss es ein großes Haus sein. Am besten mit Garten. Ein großes Haus mit Garten. Udos Eltern. Genau. Die wohnen ganz weit draußen, in der Heinrich-Heine-Straße. Nix wie hin. Und fröhlich geklingelt und Egon gleich mitgenommen. Oder wie denkst du dir das? Naja, ich meine ja nur. Nanu, wer kommt denn jetzt noch? Ich bin's. Ach nee, klein Herbertchen, suchst du deine Mami? Die ist nicht hier. Quatsch nicht so blöd, ich suche Egon. Dann geht's dir wie uns. Na und? Was macht ihr denn nun? Das werden wir dir gerade verraten. Weil ihr es noch gar nicht wisst. Am besten, du gehst jetzt wieder in deine Heier. Tu ich aber nicht. Na, da muss wohl Vater ein bisschen nachhelfen. Moment mal, Dampfwalze. Was denn? Vielleicht können wir Herbert sogar ganz gut brauchen. Und wie? Wenn wir zum Beispiel durch ein Kellerfenster müssen, das für uns zu eng ist. Dafür haben wir doch Mücke. Also, gegen Herbert bin ich doch ein super Schwergewicht. Also nehmt ihr mich mit? Als lebendigen Dietrich gewissermaßen. Könnte sogar gehen. Gegen Mitternacht sind wir in Neustadt in der Heinrich-Heine-Straße. Etwa 100 Meter von Udos Elternhaus entfernt stellen wir unsere Räder in einem Park ab. Gegenüber der Villa ist ein Platz mit Büschen und Sträuchern. Hier gehen wir in Deckung. Da, in den Fenstern über der Garage ist Licht. Das könnten sie sein. Abwarten. Und wie gehen wir vor? Erstmal beobachten. Irgendwann werden die ja mal Schluss machen. Das war Egon. Jetzt Ruhe bewahren, Männer. Da, das Licht geht aus. Die Garagentür. Sie kommen. Jerry und Andreas mit ihren Mofas. Und jetzt auch Udo. Ey, rauchen wir noch eine. Okay, die letzte. Was für immer? Spürst wohl. Siehst du nachher noch mal nach ihm? Ach, warum denn? Der hat doch alles, was er braucht. Allererstes doch! Wieder aufs Klo zu fesseln war ein super Einfall. Darauf wären die Schreckensteine nie gekommen. Und deine Eltern, haben die schon irgendwas gespannt? Ach was, die merken doch da drüben in der Villa überhaupt nichts davon. Dein Wort in Gottes Gehörgang. Okay, Freunde. Machen wir Schluss für heute. Bis morgen, Udo. Bis morgen. Ciao. Ciao. Sie sind weg. Also, Dampfwalze, Strelau, Mücke, Herbert. Jetzt über die Mauer. Wir bleiben für alle Fälle hier. Wenn was Besonderes passiert, Treffpunkt im Park bei den Rädern. Okay. Steig mir auf die Schulter und dann zieht ihr mich nach über die Mauer. In Ordnung. Komm.
Jonas, in meine Hand. Komm. Komm her. Mach. Das mach ich. Ja. Jetzt ich, komm. Wenn die drüben sind... Na, was ist dann? Die Alarmanlage. Dann, Beni hat recht. Solche piekfeinen Schuppen haben doch alle Alarmanlagen. Wir müssen die einfach riskieren. Eingeladen sind wir nun mal nicht. Und schließlich wollen wir Egon doch rausholen. Jetzt sind sie drüben. Überall Sicherheitsschlösser. Da haben wir keine Chance. Und die Fenster? Leucht mal hier dann, Falze. Mann, das müsste gehen. Der Arme klemmt. Den Hebel kriege ich mit einem Draht auf. Sieht aus wie ein Bullauge. Passt denn Herbert da überhaupt durch? Ich hab heute Abend extra wenig gegessen. Also, Herbert, jetzt schieben wir dich hier durch. Wie ein Stangenbrot in den Ofen. Und wenn ich drin bin, dann mache ich euch die Tür auf. Womit denn, du Klugscheißer? Ist doch alles abgeschlossen. Nee. Du gehst nach oben, suchst Egon und machst ein Fenster auf. Wir helfen euch dann schon runter. Ist ja nicht hoch. Okay. Scheint zu klappen. Wenn nicht, wären die sicher schon zurückgekommen. Da oben am Fenster. Der kleine Herbert. Und jetzt auch Egon. Mensch, sie haben ihn. Sie haben ihn gefunden. Aber was machen die denn mit der Taschenlampe? Der Lichtkegel reicht ja bis zur Villa rüber. Mann, da haben wir es. Die Alarmanlage. Und überall Licht und überall Schein. Verdammt nochmal. Aber sie behalten die Nerven. Egon springt runter. Herbert hinterher. Los, rüber zur Mauer. Wir helfen ihnen. Herbert, Egon, hier rüber. Wir fangen euch auf. Alles klar. Haut ab, wir kommen danach. Okay, dann weg hier. Zurück in den Park, zu den Rädern. So, hier sind wir erstmal sicher. Dicht genug sind die Büsche, ja. Die anderen kommen auch schon. Psst, Egon, Herbert, Dampfhalse, Strelau, Mücke. Hierher. Mensch, das war knapp. Hauptsache, ihr habt's geschafft. Setzt euch erstmal. Jetzt haben wir ja Zeit, bis sich die Gegend wieder beruhigt hat. Das kann dauern. Na und, zur Mathe wirst du von noch zurechtkommen. Wie gewollt. Wo haben sie dich eigentlich eingesperrt, Egon? Wirklich am Klo? Echt, da hätte ich alles, was ich brauche, haben sie gesagt. Und wie haben sie dich gekriegt? Einen ganz blöden Trick. Udo wollte mir angeblich nach dem Sportfest das Supermotorrad seines Vaters zeigen. Oh, und ich blöd war, bin mitgegangen und schauen, was passiert. Und wie haben sie dich behandelt? Kann nicht klagen. Mann, Polizei! Und Rotes Kreuz auch noch. Warum das denn? Ist doch niemand verletzt. Ach, die kommen immer für alle Fälle. Na, du musst ja wissen. Schließlich ist dein Alter bei der Polizei. Jetzt kommt Udo raus auf die Straße. Im Schlafanzug. Sie sprechen mit ihm. Der lügt ihnen doch sicher die Hucke voll. Achtung, ein Hund! Volle Deckung! Mann, ist das ein Riesenvieh. Ganz ruhig bleiben. Bello, bei Fuß. Was ist denn da? Wirst du wohl herkommen, Bello? Bello! Das hältst du doch im Kopf nicht aus. Wir müssen hier weg. Aber wie? Flucht nach vorn. Hilft alles nichts. Hey, sie! Hä? Ja, wen haben wir denn da? Nehmen Sie Ihren Hund an die Leine. Der darf hier nicht einfach so frei rumlaufen. Ja, da schau her. Der darf das nicht. Aber du darfst hier mitten in der Nacht frei rumstreuen. Was? Rumstreuen ist ja wohl der total falsche Ausdruck, würde ich sagen. Tja, da ist ja noch einer. Da sind noch mehr. Und jetzt nehmen Sie endlich Ihr Mondkalb an die Leine. Mondkalb? Mein Bello soll ein... Was ist denn hier los? Na gut, dass Sie kommen, Herr Wachtmeister. Eine ganze halbstarken Bande. Ja, daher die vielen Einbrüche in der letzten Zeit. Immer schön langsam und eins nach dem anderen. Sie nehmen erstmal Ihren Hund an die Leine. Ja, bitte. Schon gut, brav, Bello. Komm, komm zum Herrchen. Ja, so ist brav, komm. So, und nun zu euch. Wer seid ihr und wie kommt ihr hierher? Wir sind Schüler von der Burg. So, von Burg Schreckenstein? Ja. Aha. Und was macht ihr hier mitten in der Nacht? Die haben uns Egon geklaut. Mhm. Da haben wir ihn eben wieder befreit. Mussten wir doch, oder? Ja, genau. Ja. Wer sind denn die? Na, Jerry, Udo und Andreas von der Ebertschule. Udo steht da drüben, auf der Straße. Fragen Sie ihn doch. Ja, genau. Ja. Schon passiert, junger Mann. Na, dann wissen Sie doch alles. Oder hat er es etwa abgestritten? Nein, hat er nicht.
Und was wir sonst noch wissen müssen, besprechen wir morgen. Jetzt fahrt erst mal schleunigst zurück auf eure Burg. Ja. Was denn, Herr Wachtmeister? Sie lassen die Burschen einfach so laufen. Warum denn nicht? Mit Ihrer halbstarken Bande liegen Sie ja wohl schief. Oder haben Sie das noch nicht gemerkt? Na ja, ich meinte doch nur, weil... Mit Verdächtigungen sollten Sie vorsichtiger sein. Ja, genau. Gute Nacht. Sie können gehen. Na, ich gehe ja schon. Also komm, Bello. Komm. Komm, Bello. Brav, Bello. Bei Fuß, Bello. Komm. Unverschämtheit. Bello. So. Und jetzt ab mit euch. Eine Frage noch. Ja? Kommt der Rotkreuzwagen eigentlich immer gleich mit der Polizei mit? Bestimmt nicht. Dieser Udo hat ihn angefordert. Seine Mutter hat einen Schock bekommen. Einen Schock? Ja, von dieser Alarmklingelei. Aber ganz so schlimm ist's wohl nicht. Sie hat mir einen richtigen Schreck gekriegt. Der Notarzt hat ihr schon eine Beruhigungsspritze gegeben. Mann, oh Mann, da kommt eine Menge zusammen. Polizei, Rotkreuzwagen, Udos Mutter. Ja, da kommt eine Menge zusammen. Stimmt, ja. Ja, das macht uns der Rex am nächsten Morgen auch klar. Noch vor Unterrichtsbeginn zitiert er uns in sein Zimmer. Tja, ihr seid mir vielleicht Ritter. Lassen sich erwischen, ich muss schon sagen, eine Glanzleistung. Tut uns leid, Herr Direktor. Da warte ich euch zuliebe mit Gegenmaßnahmen, damit ihr diese komische Entführung mit einem waschechten Schreckensteiner Streich beantworten könnt. Und was macht ihr? Eine Befreiungsaktion mit Alarmgeklingel, Polizei, Notarztwagen und so weiter und so weiter. Was hätten wir denn sonst machen sollen? Na, jedenfalls nichts mit Trara und Stemmeisen, sondern mit Köpfchen. Nur mit Köpfchen hätten wir Egon bestimmt nicht rausbekommen, Herr Direktor. Habt ihr es denn versucht? Ja, wie hätten wir es denn versuchen sollen? Na, zum Beispiel durch Anrufe bei den Eltern. Ja, Jerrys, Udos und Andreas Eltern anrufen und ihnen sagen, dass ihre Sprösslinge Egon entführt haben. Richtig. Und sie bitten, dass sie euch bei Egons Befreiung helfen, ohne dass die drei etwas davon merken. Aber das hätten die Eltern doch nie mitgemacht. Aber sie hätten, da bin ich sicher. Immerhin handelt es sich nach dem Buchstaben des Gesetzes ja um eine Entführung. Statt Ärger mit der Polizei zu kriegen, hätten sie euch Egon liebend gern vom Chauffeur zurückbringen lassen. Verlass dich drauf. Tja. Tja. Tja, also, da haben wir uns wohl angestellt wie Volltrottel. Kein Widerspruch. Ausnahmsweise. Das sitzt. Und das trifft uns doppelt. Erstens, weil der Rex recht hat. Und zweitens, weil wir ihn enttäuscht haben. Da müssen wir uns was einfallen lassen. Aber bevor wir recht zur Besinnung kommen, haben wir es schon wieder mit der Polizei zu tun. Dabei fängt diesmal wirklich alles ganz harmlos an. Aufstehen, raus, ihr müden Ritter. Aufstehen, jetzt kommt endlich. Aufstehen, raus aus den Betten. Schon 7 Uhr. Wir hangeln uns mürrisch aus den Betten, wanken schlaftrunken aus unseren Zimmern auf den Gang, gehen zu unseren Schränken, öffnen sie und prallen wie von der Tarantel gestochen zurück. Potzmaus, was ist das denn? Was bei dir auch? Ja, allerdings. Das hält ja kein Eskimo auf. Mann, ist das ein Duft. Wiener Parfümfabrik. Eau de Cologne extra stark. Es stinkt wie getoastete Bonbons. Rosenfeld lässt grüßen. Klar, dass das die Hühner von drüben waren. Sprühen uns die Schränke voll Duftwasser und verschwinden. Typisch. Und wir merken nichts davon. Auch typisch. Ah, kein Stück von den Stinkklamotten ziehe ich an. Aber bitte. Ja, gehen wir doch einfach mal nackt. Nackt gehen wir natürlich nicht. Aber in unseren Schlafanzügen. Zum Unterricht, zum Essen, zur Freizeit, den ganzen Tag. Unsere Sachen hängen inzwischen zur Entduftung im Freien. Und abends treffen wir uns in der Folterkammer zur Beratung. Denn selbstverständlich müssen wir für diesen neuesten Streich der Rosenfelser Internatsmädchen bittere Revanche nehmen. Die Hühner werden übermütig. Wer sagt denn die? Vielleicht fast nur eins. Nee, nie. Martina, Beatrix, Ingrid und Doris waren bestimmt dabei. Ja. Sicher. Wahrscheinlich auch alle anderen Schnippgänse. Ja, ist anzunehmen. Aber das hilft uns auch nicht weiter. Also, was machen wir? Eine Idee muss her. Eine super Idee. Tja, gar nicht so einfach. Gibt ja kaum noch was, was wir nicht schon gemacht haben. Weglocken wäre eine Möglichkeit. Weglocken? Ja, und wie? Und wohin? Naja, also, passt mal auf. Wir locken die Hühner von Rosenfels weg und stellen dann den Laden drüben in aller Ruhe auf den Kopf. Klingt gar nicht schlecht. Und Frau Direktor Horn und die Lehrerinnen? Na, die auch. Aber wohin denn, Junge?
Also zu einer Bürgerversammlung nach Wampolsreute zum Beispiel. Donnerknüsse. Ist ja super plus ultra, Mann. Die Hühner und Lehrerin in Wampolsreute und wir auf Schloss Rosenfels zum Umräumen. Sensationell. Müssen wir zur Bürgerversammlung nur noch einen richtigen, schönen Einladungsbrief schreiben. Genau, damit sie auch alle kommen. Richtig. Und wer schreibt ihn? Strehlau natürlich. Ja. 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 Warum schreckst du denn so? Bist doch nun mal unser klügstes Streber. Ja. Na gut, wenn ihr meint. Und wir meinen. Beratung beendet. Einverstanden? Einverstanden. Und heute Nacht wieder überall wachen. Ist doch klar. Klar, falsch. Die Hühner werden übermütig. Sagte ich ja schon. Mit den Wachen wechseln wir uns alle 2 Stunden ab. Die Zugbrücke und die Seeseite sichern wir besonders, denn meist kommen die Rosenfelser Internatsmädchen über den Kapellsee gerudert, wenn sie etwas im Schilde führen. In dieser Nacht ist alles ruhig. Bis jetzt. Na, Andi, alles unter Kontrolle? Still ruht der See. Okay, dann hau dich in die Falle. Wer löst dich ab? Dampfwalze. Okay, dann mach's gut, Strillung. Ebenfalls. Grüß dich, Martina. Klappt ja großartig. Grüß dich, Strehlau. War gar nicht so einfach. Hast du drüben bei euch irgendjemand eingeweiht? Nee, niemanden. Gut so. Und hier, bei euch? Wir müssen vorsichtig sein. Stehen überall Wachen. Eigentlich bin ich auch auf Wache. Wieso denn Wachen? Na, nach eurem Duftangriff gestern Abend erwarten wir natürlich heute eine Fortsetzung. Lustig. Finde ich gar nicht. Na hör mal, ihr stellt Wachen auf, damit ihr uns bei einem neuen Streich erwischt und wir machen mittendrin unseren Privatstreich. Ja, das ist es ja gerade. Ach komm, sei nicht ritterlicher als alle eure Ritter zusammen. Macht doch Spaß, oder? Spaß schon, aber... Nichts aber. War übrigens gestern sehr nett von dir. Was war sehr nett? Dass du mich nach unserer Parfumsprüherei laufen gelassen hast. Einbuchten hätte ich dich sollen. Und dass du mir auch noch trockene Sachen besorgt hast, das war echt spitze. Tat es mir eben leid in dem Regen. Warst ja nass bis auf die Haut. Na gut, dann tat ich dir eben leid. Jedenfalls war's super. Meine Herren Ritter denken darüber bestimmt ganz anders. Wieso, wissen sie es denn? Natürlich nicht. Na also, ich find's jedenfalls prima und nebenbei gesagt auch durchaus ritterlich von dir, dass du mich nicht einfach wie eine nasse Katze weggejagt hast. Nett, dass du das so siehst. Tja, so sehe ich's. Und jetzt machen wir's uns gemütlich. Ich hab dir doch was mitgebracht. Hey, Kuchen, selbst gebacken. Als Dankeschön für die trockenen Sachen. Mensch, Martina. Hab ich dir doch versprochen. Spitze. Schmeckt echt stark. Nicht schlecht. Muss mich selber loben. Moment mal. Was ist denn das? Hört sich an, als wenn jemand was in den See rollt. Das müssen wir rauskriegen. Komm. Falls wir auf eine Wache stoßen, sofort verstecken. Alles klar. Ich warte vorne auf dich. Ja? Hier bin ich, hinter den Sträuchern. Komme. Die kippen tatsächlich Fässer in den See. Was da wohl drin ist. Oh, wie viel sind's denn noch? Noch 2. Für heute. Ja, und morgen? Mindestens 10. Komm, hinterher. Wir müssen die Autonummer feststellen. Ja. Scheibenkleister. Zu spät. So ein Mist. Aber sie kommen ja morgen wieder. Hoffentlich. Ich meine wegen der Autonummer. Du, sag mal, kannst du morgen Nacht nochmal kommen? Ich versuch's. Gleiche Zeit, gleicher Ort. Okay. Bevor Strehlau sich mit Martina in der nächsten Nacht wieder trifft, geschieht einiges, was ihm diese zweite heimliche Begegnung nicht leichter macht. Er entwirft, wie von unserem Ritterrat beschlossen, den Einladungsbrief für die Bürgerversammlung in Wampolsreute, um die Hühner samt Lehrerinnen von Rosenfels wegzulocken. Der Brief kommt nicht nur gut an, er wird für uns auch noch ungeahnte Folgen haben. Grüß dich, Strehlau. Grüß dich. Na, wieder alles glatt gegangen? Ja, und hier bei euch? Keine Wachen mehr. Ah, ha. Ihr meint wohl, bei Regen kommen wir nicht, oder? So ungefähr. Hey, Moment. Was ist denn? Hörst du nichts? Ruderschläge. Schnell zurück zu deinem Boot.
sein? Keine Ahnung. Die kommen aus unserem Bootshaus. Wir rudern in Richtung Rosenfels. Sieht so aus. Hey, habt ihr heute Nacht was gegen uns vor? Davon weiß ich nichts. Sag die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Nichts mehr zu hören. Komm, setzen wir uns und warten ab. Und du weißt wirklich nichts? Nein. Und das soll ich dir glauben? Du, das musst du mir glauben. Echt. Aber komisch ist's schon. Musst du zugeben. Mehr als komisch. Horch, da sind sie wieder. Los, komm. Heute dürfen die uns nicht wieder entwischen. Wenn sie die Fässer am Ufer reinrollen, rennen wir gleich weiter zum Lastwagen. Okay, aber wenn einer im Fahrerhaus sitzt, dann schleichen wir uns eben an. Oh, scheiß Regen. Nicht mal eine Zigarettenpause kannst du machen. Ach, sag mal, wie viele Fässer haben wir denn noch? Ah, schätze 5, 6 Stück so. Naja, schaffen wir schon noch. Ja, und danach zischen wir ein paar Helle. Steht ja wohl fest. Klarer Fall, aber im Trockenen. Ja. Da ist der Lastwagen. Ich schau mal, ob jemand drin sitzt. Okay, ich stelle hinten die Autonummer fest. Hast du eine Taschenlampe? Logisch. Also, es geht mich ja nichts an. Aber ob wir den Dreck hier immer so weiter in den See rollen können, möchte ich bezweifeln. Ja, ist auch meine Meinung. Da muss sich der Chef schon langsam mal was einfallen lassen. Ja. Hast du die Autonummer? Hab ich. NEU-T856. Also aus Neustadt. Und was machen wir jetzt? Eigentlich müssten wir sie anzeigen. Warum nur eigentlich? Naja, wir wissen ja noch nicht, was in den Fässern drin ist. Na hör mal. Wenn die nachts die Dinger hier in den See rollen, ist bestimmt kein Himbeersaft drin. Abwarten. Die Autonummer haben wir ja für alle Fälle. Gehen wir zurück zum Boot. Okay. Übrigens, Moment noch. Was ist denn? Was habt ihr gegen uns vor? Wie kommst du jetzt darauf? Ist ja egal. Was also? Ich weiß nichts. Ich meine nicht heute Nacht. Ich meine überhaupt. Was sollen wir denn vorhaben? Also, dass ihr euch unseren Duftangriff vorgestern Nacht einfach so gefallen lasst, das glaubst du doch wohl selber nicht. Selbst wenn ich's wüsste, ich könnte es dir nicht sagen. Siehst du doch ein, oder? Also doch. Martina. Versteh schon. Eure Rittermoral. Wenn ihr was gegen uns vorhättet, würdest du es mir doch auch nicht sagen. Na also. Komm, gehen wir zum Boot. Ich muss wieder rüber. Am nächsten Morgen beim Frühstück fehlen 4 Minis. Minis, so nennen wir die jüngsten Schüler auf der Burg. Herbert, Egon, Pummel und Eberhard sind nicht da. Wir entdecken sie mehr zufällig in einem Boot, das draußen auf dem See treibt. Sie sind gefesselt. Wir befreien sie und holen sie an Land. Sie waren nachts zu den Hühnern nach Rosenfels gerudert, um dort auch mal einen Streich zu starten. Einen Mini-Streich gewissermaßen. Die blöden Hühner. Wäre ja alles gut gegangen, aber... Was aber? Mir ist so kalt. Hart sein, Junge. Was kann denn dazwischen? Irgendeiner muss uns verraten haben. Vorsichtig mit solchen Verdächtigungen, Herbert. Muss aber. Und warum? Als wir hier losruderten, haben wir am Steg 2 Figuren gesehen. Danach war es plötzlich nur noch eine. Sah aus wie ein schwarzer Schwan. Der schwarze Schwan war der Verräter. Lacht du, ihr Blödmänner. Die Hühner drüben haben jedenfalls schon Bescheid gewusst. Einen tollen Empfang haben sie uns bereitet. Gefesselt haben sie uns. Und als schön verschnürte Pakete wieder ins Boot gepackt. Tja, aber wenn das so ist... Dann haben wir wohl wirklich einen Verräter unter uns. Sag ich doch. Vielleicht war es so ein Typ vom Campingplatz. Der schwarze Schwan war ich. Du? Ja. Dann hast du also auch drüben den Hühnern Bescheid gesagt. Nein, das habe ich nicht. Wer denn sonst? Weiß ich nicht. Und wie kommt's, dass wir uns schon erwartet haben? Da gibt's wie immer 2 Möglichkeiten. Entweder wart ihr zu laut oder nicht clever genug. Ja, das kann ja sein, aber interessant ist doch noch eine ganz andere Frage. Und die wäre? Die Minis haben hier am Steg zunächst 2 Figuren gesehen. Also, wer war der zweite? Meine Sache. Ach nee. Ja, meine Sache. Oder muss neuerdings jeder Streich erst bei dir angemeldet werden? Quatsch. Na also. Strelau sitzt ganz schön in der Tinte. Dass er sich schon 2-mal heimlich mit Martina getroffen hat, das konnte er heute, ohne zu lügen, gerade noch mal verschweigen. Aber irgendwann wird er Farbe bekennen müssen. Jetzt telefoniert er erst mal mit Martina. Woher habt ihr eigentlich gewusst,
dass unsere Minis zu euch rüberkommen? Keine Ahnung. Ich war doch bei dir drüben. Und die anderen? Haben die nichts gesagt? Die haben sich schief gelacht. Die Minis müssen wirklich komisch vorgegangen sein. Und bei dir? Ging alles glatt, alles in Ordnung. Bis jetzt jedenfalls. Warum bis jetzt? Naja, man kann ja nie wissen. Du, die Minis haben uns gesehen. Oh, haben sie uns auch erkannt? Anscheinend nicht, aber die anderen wollten natürlich wissen, mit wem ich mich getroffen habe. Und was hast du ihnen gesagt? Nichts. Aber irgendwas musst du ihnen doch geantwortet haben. Ja, ja. Aber es ist meine Sache, habe ich ihnen gesagt. So eine Art Privatstreich. Geht nur mich was an. Da hast du ja nicht mal gelogen. Eben. Aber die bohren sicherlich weiter. Kann ich abwarten. Heute Nachmittag ist erstmal schwimmen, da tauche ich. Nach den Fässern. Hey, sei vorsichtig. Bin ich. Auf bald. Ciao, Martina. Ciao, Strelau. Hey, Strelau. Hm? Du, dein Einladungsbrief zur Bürgerversammlung. Das ist ja ein Superknüller. Warum? Na, nicht nur Burke Mauersieg ist in Flammen. Der war auch schon bei Bürgermeister Kress und hat ihm diese Naturschutzidee so schmackhaft gemacht, dass der jetzt diese Bürgerversammlung ganz offiziell organisieren will. Da kann er nicht mehr vor Dr. Horn Nein sagen. Tut sie auch nicht. Und der hat Mauersieg auch schon gesprochen. Da hat die doch bestimmt wieder vor Glück geschielt. Die Horn kommen mit allen Rosenfelser Hühnern. Spitze, haben wir da drüben ja Tag der offenen Tür. Aber ein paar von uns müssen auch zur Bürgerversammlung gehen. Sonst fällt's auf. Logisch. Hey, Strelau, wo schwimmst du denn hin? Ich will dort hinten mal tauchen. Da ist so schön tief. Hey, Strelau. Komisch. Was? Na, merkt ihr nichts? Was sollen wir denn merken? Na, so ein Juckreiz. Meinst du in den Augen? Ach, nicht nur. Jetzt, wo du das so sagst, da juckt mich auch überall. Ach, Mist. Der Juckreiz verstärkt sich. Am nächsten Tag ist's kaum noch auszuhalten. Am schlimmsten von allen erwischt es Strelau. Der Rex schickt ihn und andere zum Arzt. Der verschreibt eine Salbe, die kühlt schön, aber hilft nicht. Betroffen sind nur die Schwimmer. Deshalb nehmen wir an, dass die Juckerei vom Baden im See kommt. Der Rex lässt vom Kapellsee eine Wasseranalyse machen. Das Ergebnis erfahren wir in einer Schulversammlung. Also der Laborbefund... Ein Moment, Ruhe bitte! Der Laborbefund ist leider unangenehm für uns alle. Der See ist so stark verschmutzt, dass ich bis auf Weiteres ein striktes Badeverbot erlasse. Ja, das ist leider unumgänglich. Auf irgendeine Weise sind äußerst gefährliche Chemikalien in den See gekommen, die inzwischen analysiert werden konnten. Natürlich wollen wir versuchen, die Polizei bei der Aufklärung dieses schweren Umweltvergehens zu unterstützen. Deshalb meine Frage, hat jemand von euch in den letzten Tagen irgendetwas beobachtet, was der Polizei weiterhelfen könnte? Ich habe vorgestern auf dem Uferweg eine Frau mit einem Kinderwagen gesehen. In dem Wagen war aber gar kein Kind, sondern irgendwas anderes. Was Schweres, schätze ich. Mhm. Ja, halten wir das mal fest. Sonst noch jemand? Als ich nach dem Duftangriff der Rosenfelser Hühner vorgestern Nacht Strelau auf Wache ablöste, da hörte ich in der Nähe der unteren Seehälfte Motorgeräusche und ein ganz seltsames Rollen. Aha, und? Nichts weiter. Wie bist du denn dem Geräusch nicht nachgegangen? Konnte ich doch nicht. Ich war doch auf Wache. Aha, naja. Sonst noch jemand? Tja, also wenn niemand mehr... Hier. Ja, Strelau? Die Motorgeräusche, die Dampfwalze gehört hat, stammen von einem Lastwagen. Der hatte Fässer geladen, die von zwei Männern in den See gerollt wurden. Was sagst du da? Ich hab's gesehen. Ja, wieder. Ich meine, wie kamst du denn dorthin? Als ich das Geräusch hörte, bin ich hingeschlichen. Und hast die Männer mit den Fässern und den LKW gesehen? Ja. Das ist ja unglaublich. Stimmt aber. Ja, ja, ich meine ja auch, der Vorgang ist unglaublich. Was war denn das für ein Lastwagen? Konnte ich in der Dunkelheit nicht so genau erkennen. Aber... Aber? Aber die Autonummer habe ich. Ja, ich denke, es war so dunkel. War es auch. Ja, und? Die Autonummer habe ich auch erst in der nächsten Nacht entdeckt. Was? In der nächsten Nacht, sagst du? Also gestern? Mhm. Ja, hattest du denn gestern wieder Wache? Ach, gestern gab es ja gar keine Wachen mehr. Du warst also nicht auf Wache? Nein. Sondern? In der ersten Nacht sind die mir vor der Nase entwischt. Aber ich habe noch mitgekriegt, dass sie wiederkommen wollten. Aha. Da habe ich mit einer Taschenlampe auf sie gewartet. Und sie kamen? Ja. Und haben wieder Fässer in den See gerollt? Ja. Unfassbar.
Aber eins muss ich dich jetzt noch fragen, Strelau. Ja, bitte? Warum höre ich das alles erst jetzt von dir? Ich wollte nicht gleich zu Ihnen kommen, weil... Weil? Naja, ich wusste doch noch gar nicht, was in den Fässern drin ist. Ja, das finde ich zwar nicht sehr überzeugend, Strelau. Ich meine, wenn irgendjemand einfach was in den See kippt, da denkst du doch einen Schritt weiter, Strelau, oder? Naja, schon. Na, in so einem Fall muss man doch Anzeige erstatten. Ja, genau, eben. Dazu noch eine Frage. Ja? Hast du vielleicht einen Zeugen? Ich meine, hast du das alles ganz allein gesehen? Nein. Und wer noch, bitte? Martina war dabei. Was? Martina? Die Typin aus dem Rosenfelser... Ruhe, bitte. Ruhe. Die Martina vom Rosenfelser Internat? Ja. Ja, wie denn? Ich meine... Sie hat mir einen Kuchen mitgebracht. Seid doch mal ruhig. Einen Kuchen? Einfach so? Nein, nicht einfach so. In der Nacht, als die Rosenfelser Hühner bei uns ihren Duftangriff starteten, habe ich Martina erwischt. Sie war bis auf die Haut durchnässt, hätte sich eine Lungenentzündung geholt. Da habe ich ihr trockene Sachen verschafft. Dafür hat sie mir halt einen Kuchen gebracht. Ruhe! Seid doch ruhig! Es gibt verschiedene Möglichkeiten, ritterlich zu sein. Strelaus Beispiel ist, es sei zugegeben, etwas ungewöhnlich, aber aller Achtung wert. Und noch eins und das Wichtigste, bei der Aufklärung dieses ungeheuerlichen Umweltskandals wären wir ohne Strelau und Martina noch keinen Schritt weiter. Ausgeburt haben sie mich, verhöhnt und niedergeschrien. Und jetzt? Seitdem wir beide in der Zeitung als Retter des Kapelsis gefeiert werden, bin ich plötzlich so eine Art Superman. Und bei dir? Ja, von unserem zweiten Treffen hat die Horn doch noch Wind gekriegt. Du, ich sag dir, angeschrien hat die mich wie eine Furie. Aber den Zeitungsartikel hat sie inzwischen auch gelesen. Und jetzt bist du die Heldin von Rosenfels. So ungefähr. Du, sag mal, sehen wir uns auf der Bürgerversammlung? Tja, ich weiß noch nicht. Aber ihr kommt doch. Doch, doch, schon. Strelau zögert, ist doch klar. Denn unsere Revanche für den Duftangriff steht ja noch aus. Während die Rosenfelser Hühner an der Bürgerversammlung teilnehmen, wollten wir doch drüben den Laden auf den Kopf stellen. Wie immer beraten wir uns abends in der Folterkammer. Ja und, was machen wir jetzt mit den Hühnern? Also, wenn du mich fragst, nach der Sache mit den Chemiefässern fände ich es gar nicht mehr lustig. Warum denn auf einmal nicht mehr? Na schalte mal dein Hirn ausnahmsweise auf volle Tourendampfhalse. Meinst du, der Rex hätte Verständnis dafür, dass wir auf Rosenfels einen Streich abziehen, während alle anderen in der Bürgerversammlung über diesen Umweltskandal diskutieren? Genau, so ist es. Also gut, dann machen wir eben nichts mehr. Also, erledigt und vergessen. Jawohl. Erledigt und vergessen.